Hallo meine Lieben, viele Grüße aus Dianas Kreativwerkstatt. Ich bin Diana und ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Meine Lieben, heute habe ich etwas für die Gesundheit, für Genesungswünsche. In meinem Umfeld sind jetzt doch viele, muss ich mal sagen, erkrankt und ich habe mir gedacht, so eine kleine Verpackung mit Tempotaschentücher und eine passende Karte dazu ist doch eine nette Geste. Da kann man vielleicht noch ein paar Blümchen dazu, wie man das gerne möchte. Und die Verpackung mit den Taschentüchern, also nicht die gleiche, sondern eine ähnliche, habe ich bei Instagram gesehen, bei der Antje von Antjes Kreativideen. Und ich habe auch die Maße etwas abgewandelt und habe die Karte noch dazu. Und ich finde, gerade wenn man krank ist, freut man sich doch über so eine Kleinigkeiten, Gesten. Und ich muss dazu sagen, diese Sachen sind auch ganz, ganz schnell gemacht. Das ist auch anfängertauglich. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, die Taschentücherbox zu machen. Was brauche ich dafür? Und zwar, ich habe, mit was fange ich an? Mit dem Glutrot-Farbkarton in Glutrot. Das hat ein Maß von 17,2 mal 11,5. Das falzen wir dann gemeinsam. Ein Stück Farbkarton in 15,7 mal 10,1 cm. Und das ist nochmal hier für diese Deko-Banderole. Die hat ein Maß von 17,1 mal 8,5 cm. Dann können wir schon mal anfangen zu falzen. Wir falzen am besten erstmal die Verpackung und die wird ringsherum bei 2,2 cm, ich hole mir mal das dichter ran, damit ich das besser sehe, bei 2,2 cm gefalzt ringsherum. So, wenn wir schon das Schneidbrett hier haben, dann können wir gleich das andere noch weitermachen. Das ist jetzt für die Banderole. Wir legen an der langen Seite an und die wird jetzt gefalzt bei 5,8 cm, 8,1 cm, 13,9 cm. Und 16,2 cm. Die 16,2, die sind praktisch hier hinten, wo dieser dunkle Material praktisch aufhört. Das sind die 16,2. So, dann können wir gleich noch die Deko-Banderole falzen. Bei 3 cm. Ich schreibe auch alle Maße wieder auf meinen Blog und verlinke unten in der Informationsbox, wie ihr meinen Blog finden könnt. Hatte ich gerade gesagt, 5,4. Jetzt kommt 11,2 und 13,6 cm. So, das war's jetzt schon mit dem Falzen. Dann können wir uns der Grundbox widmen. Ich schneide jetzt diese Klebelaschen ringsherum mit diesen kleinen Einschnitten wie eine
Windmühle, sag ich mal. Also ich habe auch schon dieses Set verschenkt und es kam richtig gut an, dass selbst wenn jemand eine ansteckende Krankheit hat, das kann man vor die Tür legen und derjenige kann sich das holen. Das ist richtig, ja, man zaubert den Kranken doch ein Lächeln ins Gesicht. So. Und dann kann ich mir auch schon umknicken. So, jetzt kam, ihr werdet sicherlich gerade das, diesen Ton gehört haben. Jetzt kam mir eine Erinnerung hoch, den habe ich vergessen auszumachen. Und zwar Termin Bastelquatschen. Dieses Wort ist eine Erfindung von meinem lieben Mann. Wenn wir uns mit meinem Team treffen, das ist immer so schön. Wir quatschen natürlich sehr viel und basteln auch. Und da hat er irgendwann mal dieses Wort benutzt, Bastelquatschen. Und seitdem wird das auch bei uns so, ja, dieses Wort ist eben halt angekommen und alle fanden das lustig. Und ach, hier habe ich noch nicht umgeknickt. So. Und so steht das auch bei mir jetzt im Terminkalender. Bastelquatschen. Finde ich irgendwie ein tolles Wort. Würde mich mal interessieren, ob ihr auch so eine tollen Wörter habt, die ja nicht im Duden stehen, sondern einfach frei erfunden und trotzdem weiß jeder, der daran teilnimmt, was das ist und einfach ja mal eine nette Geste. So, jetzt kann ich schon mal meine Tempotaschentücher hier reinlegen und falte mir meinen Farbkarton in Glutrot. Hier schneide ich mir auch noch die Ecken so ein klein wenig ein. Und hier nehme ich mir doppelseitiges Klebeband. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verrutscht, habe ich gesehen. Da werde ich jetzt noch mal rüber gehen, damit es auch wirklich hält. Also das kann man dann wirklich einfach abziehen und dann geht man hier noch mal so ein bisschen rüber. Das braucht jetzt gar nicht so weit sein. Ist natürlich jetzt weiter geworden, als ich dachte. So. Und jetzt kann ich mir das einfach so umlegen. Schließe das und habe jetzt erst einmal schon meine Schiebebox, die hier schon erstmal fertig ist. Jetzt kann man das natürlich dekorieren, wie man möchte. Was ich jetzt mache, ich werde das aber, dieses, wo wir das verschlossen haben, das werde ich nach unten nehmen. Schieb das zu. Und jetzt kann ich mir meine Deko-Banderole. Was du jetzt da machst, das ist ja deiner Fantasie überlassen, mit welchen Materialien. Jeder hat ja nicht immer das Gleiche. Die Mariechenkäfer, es ist nicht jedermanns Sache, aber
Ich möchte euch das jetzt mit den Mariechenkäfern zeigen, weil ich die ganz süß finde. Und irgendwie hatte ich auch mal gehört, dass Mariechenkäfer doch so ein bisschen ein Glückskäfer ist. Und ja, der soll eben das Gesundwerden fördern. Ich habe was vergessen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch hin. Und zwar wollte ich ja die Genesungswünsche noch aufstempeln, bevor ich das zusammenklebe. Und jetzt mal gucken, kriege ich das noch mal runter? Ja. Und ja, irgendwie muss ich das jetzt hier... Ja, wenn man erzählt, dann kann es schon mal passieren, dass man doch vergisst, was man als nächstes machen wollte. Diana quatscht nicht so viel. So, ich nehme mir mein schwarzes Memento-Kissen. Dieses Stempelset, die Genesungswünsche, gibt es nicht mehr. Das ist noch aus meinem alten Bestand, aber ich finde das so schön, dass ich das nicht hergeben möchte. Und es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Genesungswünsche bei Stampin' Up. Und ihr habt garantiert einen Stempel, der dafür zu verwenden ist. Und ich hoffe, dass ich das jetzt hier ordentlich raufkriege. Mal gucken, was daraus geworden ist. Ach, das sieht ganz gut aus. Jetzt natürlich schnell reinigen. Dafür nehme ich immer meine Schrubbkiste. Mache hier kurz drei Sprühstöße rauf. Auf der einen Seite reinige ich. Ich merke mir das immer so. Hier ist ein Mond. Nein, Regentropfen sind das. Regentropfen. Und hier ist eine Sonne. Die Sonne, die trocknet. Also trockne ich wieder den Stempel und der sieht ganz sauber aus. So, das nur am Rande. Jetzt kann ich mir das wieder hoch machen. Haben wir noch mal hinbekommen mit dem Stempel. Ich wollte es ein bisschen gerade. So, jetzt der flotte Käfer. Ich wollte sagen Marienkäfer, aber ein Marienkäfer ist es ja. Da gibt es ja dieses Stempelset mit der passenden Handstanze. Ein wunderbares Set, möchte ich mal sagen, als Produktpaket. Wenn ihr das zusammenkauft, gibt es das wieder 10% günstiger. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich diesen Mariechenkäfer gestempelt, ausgestanzt habe. Ihr könnt aber, das möchte ich euch auch mal zeigen, und zwar habe ich zum Jahreswechsel von der Sabine von Stemperell, die bei uns im Team mit drin ist, eine wunderschöne Karte bekommen. Sie hat nur mit der Handstanze und Farbkarton gearbeitet. Und schaut mal, der Körper des Käfers, den hat sie mit Designerpapier in Schwarz mit den weißen Punkten. Die Flügelchen sind, jetzt muss ich gucken, aus dem Designerpapier ganz mein Geschmack. Hat sie ausgestanzt und die kleinen Pünktchen, das ist dann Deko. Und ja, wie gesagt, nur mit der Handstanze gearbeitet. Diese Möglichkeit gibt es auch. Und ich zeige euch heute, wie ihr in Kombination mit diesem Stempelset einen ganz schnellen Käfer herstellen könnt. Und zwar braucht ihr eigentlich nur Farbreste, Papierreste. Das sind wirklich alles nur Papierreste.
in Blutrot, in Schwarz und das ist transparent Papier. Also, dann geht es los. Die Flügelchen kommen in Blutrot. Schon einmal fertig. Der Käfer wird in Schwarz ausgestanzt. Upsala. Und jetzt stanze ich mir, das war natürlich ein klitzekleines Restchen, den Flügel nochmal in transparent aus. So, und das war jetzt erstmal schon die ganze Herrlichkeit. Ich werde jetzt, um diese schwarzen Punkte zu machen, da gibt es hier diesen Stempel. Ich zeige euch, das ist dieser hier. Ja. Und hier bewahre ich immer meine Blöcke auf. Und das könnt ihr jetzt einfach mit Schwarz, da nehme ich auch wieder Memento und natürlich meine Stempelmatte, um einen besseren Abdruck zu bekommen. Und das Schöne bei den durchsichtigen Stempeln ist immer, dass man so schön durchgucken kann. Und jetzt hoffe ich, ich habe das richtig gesehen. Ach ja. Und schon ist erstmal unser Flügel fertig. Und jetzt kann ich mir den Mariechenkäfer zusammenbauen. Dazu nehme ich mir jetzt erstmal meine Silikonmatte, werde den Flügeln noch ein wenig Schwung verpassen. Da müsst ihr natürlich aufpassen. Also mir ist es schon passiert, dass das hier in der Mitte dann kaputt gegangen ist. Da ein bisschen vorsichtiger sein. Jetzt habe ich hier so einen kleinen Knick. Also ich gebe die wirklich immer noch mal so ein bisschen Schwung. Auch dieses Teil hier. Also da dürft ihr nicht zu doll ziehen. Aber es klappt schon. So, was ich jetzt mache, den transparenten Flügel gebe ich mit einem Glue-Dot hier an diesen Körper ran, aber nicht ganz hier, sondern ganz kleines Stück versetzt nach unten. Ich hoffe, ihr seht das. Ich werde das noch mal so zeigen, dass das Licht, also ein bisschen weiter nach unten. Ich klebe das mal ran und dann zeige ich euch das noch mal. Weil die sollen ja so ein bisschen nachher vorgucken. Ja, und den Klebepunkt, den sieht man nachher gar nicht mehr. So. Und hier auf diesen Flügeln gebe ich mir jeweils in der Mitte ein Mini-Glue-Dot. Mini-Dimensional, mein Gott. So, und jetzt nehme ich mir den Körper und passe den natürlich dort, wo der Kopf aufhört. Nochmal ab schnell. Ich werde ja hier, gebe ich mir ein bisschen Flüssigkleber, weil dort will ich es mir wieder ankleben, weil die Flügel sollen ja nicht in der Luft hängen. So, jetzt fixiere ich mir das, halte das ein bisschen fest, in der Zwischenzeit mache ich meinen Kleber zu, dass das anzieht und schon ist mein Mariechenkäfer fertig. Und ich kann euch auch mal zeigen, ich habe, wo habe ich sie?
hier in meiner Kiste. Ich habe nämlich auch schon mal Bienen damit gemacht. Bei dieser Biene habe ich auch transparentes Papier genommen. Und hier habe ich mal, da gab es mal Transparentpapier, was so innerlich nochmal strukturiert ist. Hier ist in diesem Fall ist es mit Gold. Und die Bienen, die haben ja auch so bei diesen durchsichtigen Flügeln, als wenn man so die kleinen Äderchen sieht. Und das soll es so ein bisschen darstellen. Und das habe ich mal so ausprobiert. Das ist übrigens auch Designerpapier. Das habe ich noch aus dem Bienengold heißt das. Bienengold. Das ist dieses hier. Wer das noch hat, auf der einen Rückseite, hier scheint es durch, ich will es jetzt nicht rausholen. Das habe ich genommen und habe die Streifen dann in Osterglocke, habe ich die angemalt. Ja, und so kann man denn die auch als Bienchen verwandeln. Aber ich will heute meine Marienkäfer nehmen. So, ich habe mir dann noch mal einen fertig gemacht. Den nehme ich dann nachher gleich. Und dann kann ich mir das schon fertig machen. Was ich jetzt noch gemacht habe, ja, das muss ich noch machen. Ja, und zwar das Blatt, das muss noch aufgestempelt werden. Hier habe ich ein Stück Papier im Farbkarton. Und ich stempel mir das jetzt einmal in grüner Apfel und einmal in Tannengrün. Als erstes werde ich erstmal die hellere Farbe nehmen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ach, ich brauche es ja sogar zweimal, sehe ich gerade. Zweimal. Auch wenn die so unterschiedlich schattiert sind, das finde ich gar nicht schlimm, weil in der Natur ist es ja auch so. Und dann gehe ich gleich in das Tannengrün rein und stempel mir das auch noch mal ab. So, dann kann ich mir die, dafür gibt es jetzt keine Stanze. Das schneide ich mir mit der Schere aus. Das werde ich mal machen und dann bin ich gleich wieder da. So, das sind jetzt meine drei Blätter. Dann kann ich mir meine Verpackung nehmen. Zwei lege ich mir weg für nachher, für die Karte. Und jetzt arrangiere ich mir mein Blatt erstmal hier hoch. Das werde ich mit 3D-Pads machen. So. Also diese Verpackung, die ist wirklich sehr schnell gemacht. Das kann man auch mal, ja, in Windeseile oder du bereitest dir schon vorher welche vor. So, hier gebe ich mir auch noch mal ein 3D-Pad und ja, auch noch mal aufs Köpfchen. Gucken. So. Dann können wir erstmal schon mit der Karte weitermachen. Das war ja jetzt die Karte, ne? Bei der Karte brauchst du jetzt ein Stück in 21 x 14,85. Ich habe das schon gefalzt in der Mitte bei 10,5 cm. Ein Stück Farbkarton auch wieder in Glutrot in 14,5 mal 10,2 und ein Stück Designerpapier habe ich mir hier ausgesucht in 14 mal 9,7. Falls du wissen möchtest,
aus welchem Set ich das habe. Das gab es auch mal während der Celebration. Das ist das Designerpapier Wahre Liebe, was hier so in, hier mit diesen Blumen, das kennst du garantiert. Und ja, hier ist das die andere Seite und hier habe ich mir die Pünktchen, hier habe ich noch so einen Rest. Warum soll man so etwas nicht nehmen? Ja, die Karte ist auch ganz schnell gemacht. Ich nehme mir zum Aufkleben, also da nehme ich auch nichts als Erhöhung. Das klebe ich alles plan auf. Nehme mir dafür den Snail und schön mittig ausrichten. Haha, jetzt klebt da. Tja, auch mir passiert mal sowas. Ich denke mal, dass ich mich da irgendwie verschnitten habe, nicht nachgemessen. Aber es waren auf alle Fälle die richtigen Maße, die ich euch gesagt habe. Und zwar sage ich sie jetzt nochmal 14,5 mal 10,2. So, dann denke ich mal, dass es jetzt hinhaut, richtig ist. So. Ja, das ist jetzt wirklich hier Millimeterarbeit. Aber es soll auch wirklich nur ein ganz kleiner Rand sein. So war das von mir bezweckt. Und hier ist er ein klein wenig größer. So, ganz ideal habe ich es auch nicht hinbekommen. Ja, ich glaube, ich habe heute schon den ganzen Tag gebastelt und Videos gedreht, die ihr dann nacheinander so bekommt von mir. Ich glaube, heute reicht's. Das ist das letzte Video. Obwohl es wirklich ganz, ganz schnell geht. Also wirklich. So, wo sind meine Blätter? Hier ist dieses Blatt und das Grüne. Hier. So, dann lege ich mir das hier so rauf. Dann kommt mein Marienkäfer noch mit dazu. Das grüne Blatt kann ich mir erstmal schon, also das ist das Tannengrüne. Das kann ich mir erstmal hier schon so aufkleben. Dann kommt mein grüner Apfel und das klebe ich mit den 3D-Pads auf. Also das ist auch wirklich eine ganz, ganz schnelle Karte, die ihr ja einfach so mal verschenken könnt. Die ist wirklich anfängertauglich, gerade auch mit der Handstanze vom Marienkäfer. Das geht rucki zucki. So, was ich jetzt mache, ich nehme mir einen kleinen 3D-Pad und den setze ich mir hier am Rand so auf. Und ansonsten klebt der Marienkäfer mit Flüssigkleber. Weil der soll ja hier so ein bisschen runter und dahin fliegen. So, das finde ich ganz nett. Und jetzt kommt noch der Spruch dazu. Und dann nehme ich mir auch wieder aus dem Stempelset von Herzen gute Besserung. Und den stempel ich mir auch wieder in Schwarz auf. In dem Stempelset auch die Schriften sehr schön.
Und hierzu nehme ich mir auch wieder die Stanzen bestickt Rechtecke. Ja, die Größe. Und dann stanze ich das mal schnell aus. So. Und das Schildchen klebe ich mir auch mit den 3D-Pads auf. Da setze ich mir zwei Stück hin. Hier kann man sich schön an den Punkten orientieren, ob es dann gerade ist. Ja, und zu guter Letzt können wir noch ein paar Glitzersteinchen drauf machen. Das ist der Basic Strass-Schmuck, welches im Hauptkatalog gibt. Ich werde mir mal. Da macht sich wirklich immer gut, wenn man diesen Aufhebhelfer hat. Den finde ich ganz große Klasse. Mal gucken, wo setze ich den hin? Ach, den machen wir einfach mal hier hin. So, und da kommt hier auch noch einer rauf. Hier können wir ruhig einen etwas größeren nehmen. Und der kommt hier rauf. Und dann ist unser Geschenk zur Genesung fertig. Ja. So. Wenn ihr das seht, hier klafft das so ein bisschen auseinander. Ich habe euch diese Maße gegeben. Da habe ich dann noch mal ein bisschen was verändert. Die sind ein bisschen größer. Finde ich persönlich ein bisschen schöner. Und ja, meine Lieben, ich hoffe, meine Idee, mein Video hat euch gefallen. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr solche kleinen, süßen Gesundmacher oder ja, Schmunzel, ein Lächeln auf dem Gesicht zaubernd auch basteln würdet und wie ihr die Idee findet. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich freue mich natürlich wieder auf ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne tun. Hier unten ist der Button dafür. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr auch die kleine Glocke benutzen. Mir bleibt bloß noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Eure Diana. Tschüss.